Die Vorweihnachtszeit beinhaltet für viele den ein oder anderen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr sind das und andere Großveranstaltungen auch wieder problemlos möglich, ganz ohne Corona-Auflagen. Doch verschwunden ist Corona deswegen nicht, ebenso wenig die Gefahr, sich anzustecken. Auch bei den Duisburgerinnen und Duisburgern ist Corona noch immer ein Thema. Ja, überwiegend, aber nicht mehr so wie vor 2 Jahren war, glaube ich, nicht mehr so doll jetzt. Ich arbeite selber im Krankenhaus und in der Pulmonologie. Und bei uns, wir haben, die Herbststation ist Corona und also ungefähr so 6 Zimmer so sind immer noch Corona. Ja, für mich ist das ein Thema, weil ich jetzt Ende 60 bin. Ich lasse mich regelmäßig impfen, weil ich dann vorbeugen möchte, dass ich dann nicht schwer erkranke. Altersbedingt ist das ein Thema. Und da muss man halt Acht drauf geben dann, ne? Ja, da passe ich noch auf, weil ich eine Tochter habe, die hatte mit der Lunge. Und ich habe jetzt auch einen Test. Ich war die Tage auch erkältet gewesen, aber ich habe mir gleich einen Test geholt. Corona ist also definitiv noch nicht raus aus den Köpfen. Und dass das Virus noch nicht verschwunden ist, zeigen auch die Zahlen. In den letzten Wochen waren die Infektionszahlen deutlich gestiegen, auch wenn sie zuletzt zurückging. So wurden in der letzten Woche 89 Corona-Meldungen durch PCR-Tests registriert. In der Woche davor waren es noch 174. Todesfälle mit oder an Covid wurden in beiden Wochen nicht gemeldet. Im November wurden insgesamt 8 Todesfälle mit oder an Corona registriert. Weil es aktuell aber keine Testpflicht mehr gibt, dürfte die Dunkelziffer der Infektion deutlich höher sein, meldet die Stadt. Zwar zeige sich eine saisonal bedingt relativ hohe Anzahl von Covid-Erkrankungen, durch den guten Immunisierungsstatus der Bevölkerung seien die Verläufe aber deutlich milder. Hinzu kommt auch ein Anstieg der Infektionszahlen mit anderen Atemwegserkrankungen wie dem RS-Virus. Auch die saisonale Grippe- und Erkältungswelle geht um. Aktuell kommt also alles zusammen. Die Entwicklung bei den Corona-Infektionen behält man bei der Stadt deshalb auch weiterhin ganz genau im Auge. Aktuell werden uns von Krankenhäusern immer wieder kleine Ausbrüche, das heißt ab 2 Corona-Fällen gemeldet. Wir beobachten die Corona-Situation genau und können jederzeit regulierend eingreifen, wenn sich die Fallzahlen erhöhen. Dies war aber bislang nicht notwendig, da die Corona-Fälle durch die Krankenhäuser routiniert gemanagt und entsprechend schnell eingedämmt werden konnten. Corona ist also weiterhin nicht verschwunden. Einen Test zu machen dürfte vor dem Weihnachtsbesuch bei der Familie auf jeden Fall ratsam sein. Corona bleibt gefährlich, das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, vor allem jetzt in der Adventszeit. Und deshalb wollen wir jetzt mal wieder mit dem Direktor der Infektiologie Essen sprechen, Professor Dr. Oliver Witzke. Hallo. Ja, hallo, schönen Abend, ja. Ja, Herr Dr. Witzke, wie sehr hat der Gesundheitsminister denn recht, wenn er sagt, dass Corona aktuell wieder gefährlich ist? Ja, ich denke, wir haben im Augenblick eben das Thema, dass die Erkältungswelle ja offensichtlich wieder losgeht und neben den normalen Erkältungsviren haben wir ja Corona, die Grippe und das RSV-Virus auf dem Schirm. Und ganz klar ist, dass Corona ein deutlich kleineres Problem ist, als es das in den vergangenen Jahren gewesen ist. Wir haben insgesamt eine sehr gute Immunität und für die meisten Menschen ist es, glaube ich, kein großes Thema mehr. Man wird sich wahrscheinlich anstecken, wird ein paar Tage krank sein und dann ist die Sache gut. Es gibt einige wenige Patienten, die kein gutes Immunsystem haben. Für die ist es ein Thema, genau wie die anderen genannten Viren, wie das Grippevirus und das RSV-Virus. Das würde ich so in eine Schublade da einordnen. Aber für den relativ gesunden Menschen ist es im Wesentlichen eine Erkältungsthematik und mehr ist es nicht. Insofern würde ich nur teilweise dieser Aussage zustimmen. Mhm. Weiterhin hat er auch gesagt, es sei keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann. Heißt das jetzt, je öfter man Corona bekommt, desto gefährlicher wird das Ganze? Oder wie kann man diese Aussage einordnen? Naja, zum Glück ist es so, je öfter man Kontakt mit Corona hatte, durch Impfungen oder vorangegangene Infektionen, umso besser ist man geschützt. Und das sehen wir ja auch, dass normal gesunde Personen nicht mehr schwer erkranken, wenn sie jetzt Corona infiziert sind. Es geht ja doch eine ganz große Welle im Augenblick durch Deutschland und bei den meisten ist es eben ein paar Tage Erkältung, dann ist es vorbei und ganz, ganz wenig Patienten müssen ins Krankenhaus oder gar auf die Intensivstation. Nicht völlig vergessen sollten wir das Thema Long- oder Post-Covid, wobei auch das viel, viel seltener ist, als es am Anfang gewesen ist. Also wir adaptieren uns langsam an Corona und das Problem wird immer kleiner werden von Jahr zu Jahr. Wie sollte man denn jetzt trotzdem mit einem positiven Corona-Test umgehen, vor allem jetzt in der Adventszeit? Sollte man sich komplett isolieren oder ist mit Maske okay? Was würden Sie da gerade empfehlen?
Ich glaube, das hängt davon ab, was man macht und wen man um sich hat. Ich denke, gut ist ja, dass man Rücksicht auf andere Personen nimmt. In der Familie, wenn jemand dort sehr gefährdet ist, dass man sich vielleicht doch, wenn man positiv ist, einige Tage von dieser Person fernhält. Also wenn jemand zum Beispiel ein sehr schwaches Immunsystem oder ohnehin sehr krank und alt ist, würde ich jetzt keinen Besuch machen, wenn ich positiv wäre, sondern das meiden. Das würde ich als allgemeine Rücksichtsnahme sehen. Es gibt ja auch Menschen, die haben Corona und sind überhaupt nicht krank. Und dort denke ich, dass man auch zum Beispiel arbeiten kann, wenn man jetzt im Büro arbeitet, ein Homeoffice hat und kein Risiko besteht, dass ich einen anderen Menschen anstecke, ist in der Regel ja auch die Arbeitsfähigkeit gegeben, so dass es einfach von den Umständen abhängt. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Ich sehe das nicht anders als bei anderen Viruserkrankungen auch. Da haben wir ja nicht so ein großes Fass für aufgemacht. Und ich denke, da kommen wir auch auf die Normalität zurück, dass wir uns überlegen, ob wir jemand anders anstecken können, der sehr gefährdet ist, und was wir tatsächlich tun können. Das ist wichtig. Jetzt kommt gerade aber auch wieder die Diskussion über das Maskentragen auf. Wie ist da Ihre Haltung? Wie sinnvoll ist es jetzt, zum Beispiel im Bus oder Bahn Maske zu tragen oder auch eventuell auf dem Weihnachtsmarkt, wo sich ja auch viel getummelt wird? Genau, das hängt eben davon ab, was man selber vorhat. Und wenn ich ein Risikopatient wäre, würde ich wahrscheinlich eine Maske anziehen, wenn ich wüsste, dass ich da vielleicht doch eine gewisse Gefährdung habe. Wenn ich selber erkältet wäre, würde ich zum Schutz anderer Personen die Maske aufziehen. Und ansonsten bin ich froh, dass es keine Verpflichtungen mehr dazu gibt. Es folgt ja eigentlich der allgemeinen Vernunft, wann man das macht und ob man das macht. Ich glaube, das ist für jede einzelne Person ist es irgendwo klar, der Eigenschutz und die Fremdgefährdung, dass man das irgendwie in einen guten Kontext bringt. Wie sinnvoll ist eine Impfung jetzt gerade oder der, je nachdem, wie vielte Booster? Ja, auch da gibt es ganz hervorragende Empfehlungen der Impfkommission. Risikopatienten sollen sich impfen, wenn der letzte Kontakt länger als 12 Monate her war. Das heißt, die letzte Impfung oder die letzte Infektion, das halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, wird leider viel zu wenig genutzt. Und man darf bitte die Grippeimpfung nicht vergessen. Die ist mindestens genauso wichtig, dass die durchgeführt wird. Wir Infektiologen oder Ärzte haben fast mehr Angst vor der nächsten Grippewelle als vor der nächsten Corona-Welle oder vor der Corona-Welle, in der wir jetzt im Grunde schon drin sind auch. Okay. Sind ja schon ziemlich klare Worte dann von Ihnen. Dann wollen wir jetzt noch mal kurz auf ein anderes Virus zu sprechen kommen, und zwar das RS-Virus, eine Atemwegserkrankung, die vor allem gerade Kinder betrifft. Wie schauen Sie darauf? Ist das gerade was Kritisches? Genau, das RS-Virus ist auch gerade wieder im Ansteigen. Und es ist tatsächlich nicht nur so, dass es die kleinen Kinder betrifft, sondern auch ältere und gefährdete Erwachsene, die tatsächlich oft damit zum Arzt müssen, im Krankenhaus oft aufgenommen werden und auch versterben können. Das ist ein Virus, was wir bei den Älteren und Erkrankten erheblich unterschätzt haben. Das ist bei den Kindern eine jährliche Sequenz. Es ist ein bisschen schade. Es gibt Impfstoffe, dass die Impfkommission dort noch keine Empfehlung ausgesprochen hat. Das muss man dann individuell mit seinem Arzt, seiner Ärztin diskutieren. Der Impfstoff ist verfügbar, aber noch nicht offiziell empfohlen. Das heißt, die Krankenkassen müssen ihn nicht bezahlen. Und die Aufklärung für diese Impfung ist eine andere, als wenn es eine Empfehlung gibt. Ich glaube, dass das grundsätzlich eine sinnvolle Sache sein kann. Aber es wird uns da dieses Jahr nicht ganz einfach gemacht, diesen Impfstoff zu nutzen optimal. Wenn Sie sagen, dass das jetzt erst oder bisher unterschätzt wurde, dass das auch Erwachsene so stark trifft, ist das jetzt noch eine größere Gefahr, die sich gerade anbahnt als Corona? Ich würde diese drei Viren, Corona, Grippe und RSV, in eine Schublade tun, dass eben Risikopatienten dort schwere Verläufe haben können. Wir haben für alle drei dieser Infektionen einen Impfstoff, sodass man sich möglichst impfen lassen sollte und bezüglich des RSV-Virus erkundigen sollte. Und eigentlich sind wir gut darauf eingerichtet. In den Krankenhäusern, in den Notaufnahmen können wir die Tests machen und können dann sogar eine gezielte Behandlung auch durchführen. Das ist ja die dritte Komponente. Und auch dort gibt es für Corona und für Grippe ja auch Virusmedikamente, wenn man infiziert ist, die eben früh genutzt werden müssen. Das ist ganz wichtig. Sagt Professor Dr. Oliver Witzke. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön.